Hallo, ich bin's, euer Rain, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, wir sind ja schon in der Mission Gelegenheitsflieger drin, also wir fliegen jetzt mit Leonardos Flugmaschine. Und ich bin aus Versehen halt schon da reingelaufen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Und ich würde sagen, jetzt beginnen wir auch. Okay, ich bin ein bisschen erkältet, also nicht wundern, falls ich mich ein bisschen komisch anhöre. Also, fortsetzen. Und springen wir nun vom Dach. Schießt auf den Dämon. So. Schön hochziehen das Teil. Damit wir schön Aufschwung haben. Und nicht so schnell abstürzen. Und da brennt schon unser Flügel. Nicht so praktisch. So. Ich brauche mal ein neues Feuerchen. Um mal wieder ein bisschen aufzusteigen. Na, das nehmen wir uns am besten da vorne. So. Fliegen wir kurz über die Ecke und hoffen, dass wir nicht vom Bogenschützen getroffen werden, die hier jetzt schon ziemlich auf uns schießen. Oh Mann. Wir haben noch niemand was getan. Ich meine, wir fliegen nur hier ein bisschen rum. Und nur weil es vorher noch keine andere gemacht hat, ist das doch nichts Komisches, oder? Oh, da brennt unsere Flugmaschine. Und reißt noch einen mit runter. Finde ich gut so. Ich hoffe, wir haben eine gute Versicherung. Ich glaube, Leonardo findet das. Keine Sorge. Bestimmt nur Kinder. Mit Knallfröschen. Kommt. Ihr seid am Zug. Ich hoffe, Leonardo nimmt uns das nicht zu übel. So. Ich glaube, wir dürfen wahrscheinlich entdeckt werden. Deswegen schalten wir die Wachen leise aus. Wenn ihr hier bleibt, muss ich euch töten. Geht! So. Nummer 1. Und die Wache läuft da ganz normal weiter, als wäre nie was passiert. Ist ja auch nichts passiert. So. Nummer 2. Ich hab's gerne, wenn wir den Rücken frei haben und keine Bogenschützen auf dem Dach auf uns warten. So haben wir den Rückweg schon gesichert. Ja, ist ja gut, ich bin nicht hier, ich war nie hier. Oh. So. Der hat uns nicht bemerkt. Ich würde sagen, wir springen jetzt hier mal runter. So, und wir müssen uns ja ein bisschen beeilen, weil die haben ja vor, ihn zu vergiften. Halt! Signore, trink das nicht! Du kommst zu spät. Der Doge ist schon tot. Was? Carlo? Verzeiht, Signore. Ihr hättet eben einfach auf mich hören sollen. Du hast wohl versagt, Assassine. Vergebt mir, Signore. Tut mir leid. Warum? Wofür denn das alles? Oh. Assassino, Assassino! Er hat ihn ermordet! Der Doge ist tot! Na, dich wollen wir uns, du falsche Schlange. Da denken die jetzt, dass wir den Doge umgebracht hätten. Nee. So geht das hier mal gar nicht. Ein Attentäter tötet den anderen, wie es scheint. Wir töten und glauben. Es wäre das Beste, oder? Messer Ezio. Ich tue das nicht für mich selbst. Ich bringe dieses Opfer für die gute Sache. Requiescat in pace. Du tötest mich? Du tötest mich? Mist. Jetzt denken alle, wir hätten den Dogen getötet. Ach, verdammt.
Waren wir zu langsam? Wir hätten uns einfach beeilen sollen. Und nicht so viel Zeit damit zu verschwenden, Kekse zu essen. So, schnell ins Wasser. Da sind wir ja sicher. Vor den anderen Wachen. Na, noch eine wartet auf uns. Obwohl, wieso läuft denn die so lange hinterher? Gelegenheitsflieger abgeschlossen. Codex-Seite erhalten. Auch praktisch. Sequenz 8 beendet. Ich weiß gar nicht, wie viele Sequenzen noch vor uns liegen. Naja. Ein Gegner kann in einen zerbrechlichen Gegenstand geworfen werden. Ah. Das heißt Markstände und sowas. Aber wir haben zwei Klingen, die tun auch das. Die erlauchteste Republik Venedig, 1486. Jetzt habe ich schon ganz vergessen, wie alt Ezio jetzt ist. Na. Oh, das Assassinengrab. Mal sehen, wie weit das weg ist. Wo ist das denn? Da ist eine Codex-Seite. Die können wir auf den Weg auch mal mitnehmen. Obwohl ich vielleicht doch vorhin im Quest mache. Ne, wir holen uns das Assassinengrab, weil es ist ja auch das letzte. Dann haben wir die ganzen Assassinengräber und haben alter ES Rüstung. Und wir laufen hier immer noch zum Teil mit Lederrüstung rum. Die auch schon Schrott ist. Naja. Ist ja wohl nicht so schlimm. Hoffe ich mal für euch. Dass ihr es jetzt nicht so schlimm findet. So. Wie kommen wir am besten hier rüber, ohne nass zu werden? Ist ja gut. Schweig. Nein. Fallenkanal. Fällt er? Ja, er fällt. Gut. Oh Mann, das sind einige Wachen. Aber wir müssen ja sowieso gleich noch ein paar Wachen erledigen, die die Codex-Seite bewachen. Also. Zwei hätten wir schon ausgeschaltet. Drei hätten wir schon ausgeschaltet. Und der vierte will noch nicht so. So. Oh, da kommt... Ah, Nummer 5 haut schon wieder ab. So, nehmen wir die mal mit. So. Was ist drin? Eine Codex-Seite. Wer hätte es gedacht? Ein Aussichtspunkt. Den könnten wir auch mitnehmen, finde ich. Ja. Wie hoch ist das denn? Na, nicht so hoch. Verdammt. Hier hoch. Ja, sehr schön. Immer munter weiter hoch. Das hat sich nicht gereimt. Verdammt. Der Adler fliegt wieder weg. Ich finde den Adler irgendwie ganz nett. Schöner Morgen oder Abendluft in Venedig. Und hier oben stinkt es nicht so doll aus den Kanälen. So. Das Assassinengrab mal. Oh, noch eine Codex-Seite. Mann, wir sammeln ja heute ganz schön viele ein. Praktisch, dann müssen wir später nicht so viele einsammeln. Buonasera. Ja, ist ja gut. Mann. Ich hab nur die kurz angerempelt und schon weil sie mich alle töten. Könnten Lehrer sein. Nein, Spaß, die töten einen ja nicht. Also im Normalfall nicht. So.
Wer von euch will noch ein paar? Mann, das sind ja ganz schön viele. Und der Speerkämpfer. Müssen wir gleich noch entwaffnen, wenn wir die anderen getötet haben. Ah, du kriegst auch noch ein paar mit. Na, wer noch? Ein weiterer Jünger von Dark. Ja, du auch. Bitte. Wer noch? Dado. Schön arm und dann umsäbeln. So. Oh, die eine. Geht mal. Seit Feierabend. Bier trinken. Macht schon, bring mir schnell zu Ende. So. Jetzt sind bleibt ihr nur der Schwertkämpfer und der Boss übrig. Aber ein Schwertkämpfer. Oh, jetzt ist unsere Rüstung vollkommen Arsch. Ah, dann knüppel ich dich jetzt mit dem Schwert einfach rum. Ah. Na. Dir weichen wir mal kurz auf. So. Oh, wir sind gesucht. Nein, du hast den Tod verdient. Weil du mir einfach auf die Nerven gegangen bist. Tut mir leid. Jetzt sind wir schon wieder gesucht. Und mit Schrotterrüstung. Na, ganz toll. Ah, wir haben 4 gefunden. Ja, maximal Gesundheit. Aber auf die 8 wäre nicht so. Wie ihr schon gemerkt habt. Ja, Assassin. Sehr schön, sehr schön. Wo ist denn das? Ist das oben? Ja, der scheint oben zu sein. Weil das scheint ja oben zu sein. So. Oh. Da haben wir schon den Sprung gelernt. Was bringt er? Nichts. Okay, er bringt schon was. Okay, Leute, das war's für diesen Part. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Keks.